Oder muss man da oben rauf? Wir haben jetzt mal einen Speicherpunkt. Scheiße. Hätten wir vielleicht mit dem Auto hier lang müssen? Nö, nö, hier ist eine Leiter. Ach so. Huch. Da hinten, ja, jetzt sehe ich sie. Hängt der wieder fest? Ja, ich komme ja schon. Aua. Ey. Oh, hier ist eine Satellitending. Du schießt mir meinen Rücken. Ach, hier ist der Speicherpunkt, den wir ausgelöst haben. Aber was für ein Satellitending, ne? Da kann man hochlaufen? Da, was machst du da unten? Du wirst verfolgt. Oh, 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 beinahe. Oh. Ich sehe hier einen Schatten. Ich sehe unsere Schatten da unten. Das sieht lustig aus. Wir hängen in der Luft. Siehst du das? Jetzt hüpfst du. Hey, ich sehe nur deinen Schatten. Ich sehe nur deinen Schatten. Wir haben keine eigenen Schatten. Nein, dafür war das Geld nicht ausreichend. Wir mussten eben an den Entwicklungskosten ein bisschen sparen. Daran. Ja. Augenschatten kostet Geld. Wo sollen denn hier scheiß Floppy-Disks sein? Nein, ich glaube nicht. Ah, da. Sind wir die? Du bist zum Kotzen! Ich muss nachladen, du warte gefälligst. Das eine fliegt irgendwie in die Welt hinein. Der hat eine rausgeschissen. Die ist unten drunter gelandet? Das ist doch. Das gibt's doch gar nicht. Ja, guck mal, die andere ist auch irgendwo, weiß ich wo. Wie sollen wir die denn kriegen? Gar nicht. Wo ist der Typ da oben? Alter. Da ist noch einer da oben. Kommen wir da hoch? Da kommen wir auch nicht hoch, ne? Schmeißt euren Scheiß gefälligst runter. Lass mal schnell Musik holen. Hier ist eine Treppe. Treppe? Oh. Da wolltest du auch lang, ne? Ja, ging aber nicht. Nee. Der dicke Kopf. Oh. Warum hüpfst du nicht? Ach so, deswegen. Waffenkiste. Ist gerade unrelevant. Iridium? Auch. Ich habe keine Ahnung, wie wir da hochkommen. Das ist ganz schön fies von dir, Spiel. Ja, zwei Platten einfach verschlingen und die anderen beiden auf irgendeinem Dach platzieren. Ja. Gibt's hier nicht sowas wie No Clip? Ich war da schon drauf. Da kommt man nicht rauf. Da ist eine Alpha-Band oder sowas. Hier brauche ich aber nicht wirklich was. Nee. Von da, meinst du? Nun komm. Glaube ich, um ehrlich zu sein, nicht. Ich glaube, da kommt man. Ich glaube, da soll man gar nicht hinkommen vom Spiel. Jetzt müsste das, glaub ich, man nur wie so bei. Spawn-Bereich. Jetzt müsste man wie bei Dead Space so ein Ding haben zum Ransaugen.
So ein Chineseteil. Kannst du dich noch erinnern? Da konntest du die. Hast du es geschafft? Nee. Nein. Ich glaube, wollte eigentlich nur sagen, ja, ich glaube, das wird nichts. Wir müssen neu lernen oder so. Oder es beim nächsten Mal versuchen. Komm hier. Nirgendwo kommt man hier hoch. Das ist bescheuert. Nö, ist nicht. Nö, ich gebe auch auf. Ja, okay. Ich glaube nämlich, dass es nicht geht. Ich auch. Dann lass uns zu Herbert zurück und dann. Ja. Die können wir uns ja aufheben. Machen wir ein anderen Mal. Müssen wir. So wie wir es ja mit der Arena auch gemacht haben. Da haben wir ja auch 25 Anläufe gebraucht. Hier sind Artefakte. Brauchst du was davon? Nein, aber einfach mit. Aber im Gegensatz, die Arena war auch hart vom Schwierigkeitsgrad. Und das ist ja jetzt einfach nur... Müssen wir unten lang? Ja, ne? Ja, ja, ich gehe zum Auto zurück. Klar, wir haben ja vorhin überlegt, wie wir da oben hochkommen. Was? Oh, springt der nicht an? Ich höre da was. Es hört sich an, als ob ein Motor nicht richtig startet. Ich bin schon unterwegs. Ach so? Und wie soll ich jetzt hinterherkommen? Ja, da ist also eine Station. Ach da, ja, die habe ich gar nicht gesehen. Brauchst du eigentlich gar nicht, bin eh schon da. Will die trotzdem... Oh, ist das zum Kotzen. Ach, da ist das Ding. Das kann man ja gar nicht sehen, wenn man da... Hallo! Oh, langsam wird kalt. Ich muss das Fenster zumachen. Oh, ich habe gerade einen Hochstart hingelegt. Oh, ein Kumpel von mir startet XCOM. Das ist ein Zeichen. Na, oh, toll. Oh. Nächstes ist ein schönes Spiel. Ich habe mich aber heute mega angekotzt gefühlt. Ich hatte nämlich immer irgendwie 76% Trefferwahrscheinlichkeit und habe immer daneben geschossen. Du warst müde. Daran ist bestimmt richtig gewesen. Und immer wenn ich daneben geballert habe, dann hat der Gegner natürlich getroffen und dann ist eine Scharfschützin von mir gestorben. Oh. Dann war ich mega traurig. Aber Gott sei Dank ist mein Colonel nicht gestorben. Ich habe ja einen Colonel, der ist auch Sniper. Der war verwundet und konnte nicht mit in den Einsatz gehen. Da bin ich verwundet oder verwundet? Der war verwundet. Ach so. Deswegen war er noch auf der Krankenstation. Weil zwischen verwundet und verwundet gibt es Unterschiede. Ja, ich weiß. Der konnte auf jeden Fall aber nicht mit zum Einsatz und... Sein Glück ist auch gut so, wenn der mitgekommen wäre und wenn mein Colonel gestorben wäre, dann wäre ich auch richtig auf dem Sack gewesen. Ja, dann wärst du heute übellaunig. Ja, da bin ich froh, dass es nur mein ekliger Corporal war. Das ist mir ja gerade... Eklig auch noch. Wenn es nur ein Sergeant ist, der stirbt oder so, ja gut, mein Gott, dann... Ah, scheiße, aber... Das mache ich bei der Vault, da hier Fallout Shelter. Da überlege ich auch immer, wen ich sterben lasse oder wen ich wiederbelebe nach dem Angriff, damit ich mal frisches Blut reinkriege. Ansonsten gibt es hier überhaupt nichts, was einen mehr motiviert, das Spiel weiterzuspielen. Ja, ich bin eh mega demotiviert, seitdem es Spiel nicht mehr ging. Ich habe jetzt schon eine zweite aufgemacht und man kann ja 3 Vaults machen, man kann das speichern, aber das ist ja eigentlich immer das Gleiche. Also ich habe die installiert. Nachdem ich da 5 Euro Echtgeld reingesteckt habe und das Spiel einfach mal sagte, hier komm, fick dich, du kriegst ja nichts für dein Geld. Ja, ja. Da hätte ich den 5er auch anstecken können. Ja, das ist das Ungerechte dran, dass man die Sachen denn nicht, dass man das nicht wiederkriegt, dass das dann einfach weg ist, ne? Was ist das, Polykretin? Her damit! Die geht nicht auf. Ist hier noch was Schönes? Hast du hier was drin? Lenk ihn mal ab, ich esse eine Pizza. Nee, die esse ich lieber nicht. Aha! Bitte sehr, das letzte Stück des Kompass. Oh. Woher weiß er denn, dass genau das fehlt? Und auch die Bänder, dann liebt sie mich wieder. Ja, das ist noch eine Idee. Folge ich ihr und erschnuppere sie und zwinge sie einfach, mich zu lieben. Hast du das Kompass-Teil? Gut. Gib Herbert jetzt das Geschenk, das ich dir mitgegeben habe, und dann komm zurück. Ein Geschenk? Von Scarlett?
Ich wusste es. Ich wusste, sie mag mich. Oh, hatte ganz vergessen, dir zu sagen, dass du eine ziemlich große Bombe herumschleppst, oder? Entschuldige vielmals. Und jetzt bring das letzte Kompassteil her, damit wir erfahren, wo der Schatz ist. Eben stand er neben mir, jetzt steht er überall. Oh. Na, kennst du den Titel nicht von den Ärzten? Meine Freundin ist explodiert. Zeig mir was. Ja, da heißt das dann nämlich, noch eben lag sie neben mir, jetzt liegt sie überall. Ja. Beste Lied ist immer noch unrockbar. Boah, ich hab mal Ärzte richtig gemocht. Ich hab auch ein paar Alben von denen. Ich hab nur Jazz ist anders, aber das war auch alles sonst anders vor meiner Zeit. Ja. Aber Jazz klingt anders, hab ich noch. Bist du jetzt zufällig runtergefallen? Ja. Mit Absicht? Nein, ich töte mich mit Absicht, damit ich Geld verliere. Soll ich dir den Fahrstuhl rüberschicken? Nein, geh jetzt dahin und teleportiere. Ich möchte aber auf dich warten. Oh, Alter, jetzt mach einfach. Ich weiß doch gar nicht, wo wir hin müssen. Och, ich bin ohne dich vollkommen aufgeschmissen. Komm, du kannst einfach sterben. Alter. Immer muss ich alles machen. Immer stürzt du dich zu Tode. So, ich bin jetzt da. Was muss ich machen? Oh, guck, geht nicht. Oh, geht. Hier tickt was. Eine Uhr. Ist die Waffe hässlich, die will ich haben. Da bist du ja. Wo warst du die ganze Zeit? Das Tor ist auf. Kommt nicht runter. Wem schreibst du? Mir? Nicht. Brauche ich. Rest kann bleiben. Ich habe dir was übrig gelassen. Du rennst einfach weg. Er ist es nicht wert. Nein, ist er nicht. Diesmal nehme ich alles. Mach. Miau. Was machst du hier für komische Verrenkung? Was mache ich hier für komische Verrenkung? Ui. Matsch. Warum haben wir eigentlich kein Auto? Ich möchte, wenn ich irgendwo wohnen möchte, denn da oben auf dem Haus. Das war mal blöd, wenn man Kisten mit Getränke kauft oder so, die hochschleppen. Aber da oben hat man doch bestimmt eine gute Aussicht. Stimmt. Und wenn das Wasser wiederkommt, hat man trockene Füße. Ne? Ja. Aber wer weiß, wie das Internet da oben ist. Ich habe mir heute ein Video angeguckt, wo ich das zerlegte Schiff da sehe. Da ging es um große Schiffskatastrophen und dann haben sie die ganze Zeit nur gezeigt, wie sie in Indien die Schiffe ans Ufer setzen, um die zu zerlegen. Da gibt es auch so eine Zerlegebetriebe, wo sie dann die riesen Schiffe zerschweißen. Ich weiß nicht, ob du da schon mal was von gesehen hast. Tanker und so, die zerlegen die denn da und verschrotten das denn halt, ne? Und die sind ja mit eigener Kraft ans Ufer gefahren, was ist? Ich scroll gerade während des Laufen aufs Nine Gags runter. Und dann war das schon. Mit der Überschrift, wenn deine Mutter dich um 2 Uhr morgens erwischt. Und dann halt so. Sohn, willst du nicht ins Bett gehen? Und so ein Bild von Graf Dracula. Naja. Hier wie bei SpongeBob, dann das Rad. Ja, das war ja auch gut. Mega geil. Und dann hat er gegrinst. Und gewunken. Oh ja. Mega nice. Nosferatu war das doch, der hat doch den Lichtschalter immer betätigt, ne? Ja, ja. Und dann halt mit Sohn willst du nicht ins Bett gehen. Ich muss es schaffen. Ja, Erste! Riech die Luft! Inhalier sie! Hm.
Die spucken da draußen wieder rum, ne? Die Spuckis. Bisschen. Oh, ein Gepolter. Kommst du auch noch heute mal? Du, gehst du da unten im Kreis? Schön wär's. Du hast einen lila Arsch. Jetzt hast du dich da angefasst. Herbert. Zeit, den Kompass zusammenzusetzen und rauszufinden, wo Captain Blade seinen Schatz versteckt hat. Hier. Captain Blöd? Das ist mein Teil des Kompass. Nimm! Hi, ich bin Natalie und ich liebe superschnelle Männer. Fahr mit deinem Skiff auf dem Tisch. Ich finde das sexuell anziehend. Ah, jetzt bin ich hier verwirrt. Wir sollen nicht mit dem Schiff ins... Das war deine komische Mission, die du da angenommen hast, ne? Und die haben jetzt beide... Ja, wenn man zwei Sachen gleichzeitig machen muss. Die haben jetzt beide durcheinander gequatscht. Ja, passt. Ich hab schon wieder diesen Shit hier. Naja. Welchen Shit? Ach, das komische Schiff hier mit den Granaten, ne? Da oben, da oben, da oben! Da! Oh, da müssen wir doch zu Fuß hin. Nein! Ja, warum bist du ausgestiegen? Ja, ich dachte, wir müssen da und so. Warte! Ja, nee, wir haben nur noch 2 Minuten, Alter. Ich kann nicht warten. Ja, dann sag doch nächstens was, dass du da springen musst. Ich dachte, wir müssen da aussteigen. Immer kriege ich keinen Input. Ja, woher soll ich das denn wissen? Ja, woher soll ich das denn wissen? Ich habe das DLC noch nicht gespielt. Ja, wann habe ich das letzte Mal gespielt? Vor 3 Jahren oder was? Ja, das reicht. Ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Jetzt laufe ich hier sinnlos rum. Ja, dann kill ein paar Leute. Oder such dir, nee, ist nichts zu killen. New fuck, ich hab auch verkackt. Oder such dir so eine New Use Station hier, diese. Ja, hier ist aber keine auf der Karte. Ich habe Karte natürlich gedrückt. Natürlich ist auf der Karte. Ja, aber ganz weit weg. Muss ja wieder zum Schiff zurücklaufen. So alt war das Schiff doch gar nicht entfernt. Immer lässt er mich zurück. Ja, ich bin nicht ausgestiegen. Immer lässt er mich zurück. Hast du jetzt endlich den Wegpunkt erreicht? Ja, Wegpunkt 4 ist gerade. Ich werde hier beschossen. Ja, dann schieß zurück. Ja, von. Ist ja nur ein Schiff. Ja und? Hast du auch bestimmt eine Korrosionswaffe. Ja und? Verschwende doch meine Munition nicht dafür. Warum bist du jetzt da drin? Alter. Naja, ich fahre den Wegpunkten hinterher. Du warst auch eben noch woanders. Ich bin heute läufig. Ich laufe dem Sonnenuntergang entgegen. Hier ist aber auch wirklich gar nichts. Du bist so irre schnell gefahren. Komm wieder her, damit ich dir sagen kann, wie toll du bist. Hä? Ich hol dich mal ab. Hä? Ich dachte, wir haben jetzt das mit dem Kompass gemacht. Hä? Nee, ich habe eine Nebenquest gemacht. Oh. Hä, was sollte das denn für eine Hauptquest sein, im Kreis fahren? Ja, das wusste ich ja nicht, dass du die angenommen hast. Ich dachte, wir machen jetzt die Hauptquest. Ja, ich wollte das noch sehen. Du hast mich doch vorhin gerade noch darauf angesprochen, dass ich eine andere Quest angenommen habe. Nee, dass du die. Ja, das heißt ja noch lange nicht, dass du die dann auch auswählst. Du kannst das ja ummanagen. Managen. Da habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Dann hole ich mir jetzt. Ich werde jetzt erstmal verkaufen. Platz. Du kannst echt gut schnell fahren. Platz. Ich bin sexuell. Du bist anziehend. Für mich. Danke. Bitte. Halt. War Natalie nicht die Dorfschlampe aus Oasis? Oh, weiß ich gar nicht. Ach, ist ja alles voll. So. Haben wir hier noch ein bisschen Kohle? Geh auf, Spind. Ja. Geh auf, Spind. Ja. Geh auf, Spind. Geh auf! Ja. So. Was machen wir jetzt? Kompass zusammensetzen. Oh. Ja.
Na also, der das ist doch kein Kompass. Bitte, nimm ihn dir. Und jetzt? Und jetzt haben wir einen Schatz zu finden. Bring den Kompass zum Magnus-Leuchtturm. Ist das der Leuchtturm? Das machen wir nächstes Mal. Ja, ist das der Leuchtturm, das Riesengebäude da hinten? Wo ich schon sagte, ich frage mich, wie man da hochkommt. Stimmt. Na klar, machen wir das nächste Mal. Wir haben jetzt auch eine Stunde rum. Ist alles gut. Na, perfekt. Wieder drei Folgen. Denn die nächsten zwei Wochen sind, glaube ich, fast ausge... dass wir dann immer fünf machen können. Wir können ja zum Wochenende wieder. Ne? Mhm. Gut. Darf ich? Okay. Bist du noch im Spiel? Ja. Und was machst du da? Rumschillen. Und warum? Weil ich auf Nein gehe, scrolle mit dem Handy. Ach so. Na gut, ich beende jetzt die Aufnahme, ne? So? Bis dann. Jo, tschüss.